Ein Karton so, drin. Das ist scheiße, ich muss das so machen. Oh, das ist jetzt ein geiler Effekt. Alle mal drauf. So. Tabletop-Freunde! Bro, komm her, ich kann das nicht alleine. Das geht nur mit dir zusammen. 1, 2, 3. Hallo, liebe Tabletop-Freunde! Ja, wunderbar. Mega. Mega geil. Ich wollte jetzt sagen, wie angekündigt, aber wir hatten es gar nicht angekündigt. Deshalb kündigen wir es jetzt nochmal an. Zeitgleich müsste eigentlich jetzt ein Video gepostet worden sein, wo erklärt wird, wie und was und warum und wie es überhaupt abgeht. Und zwar, an der Stelle würde ich auch empfehlen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, jetzt eben dieses Video reinziehen, weil dann erklärt sich vielleicht schon einiges. Oh geil, jetzt kommt wieder der hier. Da oder da, man weiß es, man weiß es jetzt noch nicht, ist der Link draufklicken. Genau, und dann wieder zurückkommen, hier genau weiter gucken, weil dann seht ihr Folgendes, Junge. Genau. Das ist mehr als Special, das ist richtig geil. Oder pass auf, dann seht ihr Folgendes, Junge. Scheiß auf den Link, der ist nämlich jetzt gerade nicht gekommen, weil jetzt kommt ein Cut und dann seht ihr, worum es sich jetzt hier eigentlich dreht. Auch sehr gut. Geil? Ja, das ist noch viel besser. Haha, was für ein Effekt. So? Genau so. So, also wie ihr jetzt gerade gesehen habt, darum geht es nämlich hier. Ja, und das erste Spiel in dieser riesengeilen TNT-Kampagne haben wir ja hier unseren netten Freund aus Gebietsbruder. Richtig, ne? Eigentlich eine Bropot-Asse. Aus irgendeinem Wahn heraus ist er hier weggewandert. Ja, und zwar in Richtung Süden, nach Bayern, nach München. Als großer Fußballfan wahrscheinlich, deswegen ist nur deswegen, seinem Traumverein hinterhergezogen, so war es so wahrscheinlich. So war das sehr wahrscheinlich, genau, das ist das Ding, ja. Alter. Ja, und auch deshalb immer auch mit Schal und so, wenn man ihn dann abholt. Heute vom Bahnhof abgeholt, direkt wieder Schlägerei mit ein paar Schalkern, nur weil die gesagt haben, scheiß Bayern. Ja. So, der kam raus und sagte einfach scheiß Bayern und sofort hat er die kaputt gemacht, ne? Ja. Wird auch morgen in der Zeitung stehen, ja. Rhein-Ruhr, aktuell. Er hat sich auch ganz locker kaputt gemacht, denn es ist der, nicht nur ein... Nein, es ist der Zwerg. Original-Zwerg. Das ist der Zwerg. Zwar ein bisschen groß, aber... Aber so. Er ist es. Überzeugt euch selbst. Ja. Hallo, Applaus. Ja, Applaus. Ole, 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 ole. Was für ein Mega. Spasti. Ja, der ist es hier. Junge, geil, dass du da bist. Yeah. Auch wieder an seinem Bad. Ja, wollt ihr euch nicht begrüßen? Ja, wir machen das auch. Ja, die mögen das nämlich nicht so. Nee, aber du bist das immer nur. Du musst jeden hier immer irgendwie... Ja. So, jeder noch. Komm, wir auch nochmal. Hey. Hey, Marvin ist auch da. Komm, Marvin, komm her. Hey, Marvin, komm her. Einfach mal die Brust. Erste Hey. 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 Und Mütze weg. Oh, hey. Nein, der macht alles kaputt. So, ne? Special. Es ist Special. Dementsprechend, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Die gesamte Kampagne wird so. Das ist schon mal jetzt klar. Und wir haben jetzt gleich auch schon direkt das erste Spiel mit der ersten Warband, nämlich vom Dennis, die... Familie Schröder. Familie Schröder, ja. Wahrscheinlich auch Bayern-Fans. Nein, den FC Bayern gibt es nicht mehr. Nein, den hat er kaputt gekloppt. Familie Schröder sind 60er-Fans. Ja, nicht wie ich, nicht
Bin ich Bayern-Fan? Nein, die sind 60er-Fans. Ja, weil Fußball ist geil. Okay. Ja, aber... Falls dann irgendjemand sehen sollte, der den Kommentar unter einem anderen Video reingebracht hat, wer von uns soll denn HSV-Fan sein? Jo, hast du das gecheckt? Nee. Ich habe auch diese aber Stelle. Grüße an denjenigen. Ja, ich habe auch diese Stelle aber immer wieder dran gespult. So, der hat ja eine Zeit angegeben. Ja. Wie HSV? Was will der Mann? Ich habe es nicht verstanden. Es war irgendein Code, den wir selber nicht verstanden haben, als wir ihn gesagt haben. Und das wissen dann aber die HSV-Fans. Ah, guck mal hier. So. Oh ja. Und das geht dann auch so unter den HSV-Ultras so. Hier, müsst ihr den, das Video, das und das. Ja. Da ist erklärt, wo die nächste dritte Halbzeit. Richtig, genau. Ja. Ne? Stegerei. So. So werden wir quasi Teil zur Gewaltverherrlichung. Ja. Das kann man ja auch dann so sehen, ne? Es ist auch ansonsten, wo wir immer, also wir achten sehr auf unsere Worte eigentlich und auch auf unser Auftreten und so. Hier wisst ihr ja, wenn ihr unsere Videos guckt und ja, also keine Ahnung, da wird man einfach in so eine Ecke, aber gut. Es artet aber schon wieder zu einer Laberrunde aus hier und das wollen wir nicht. Nein. Nein. So. Nein, nein, nein. Deswegen werden wir jetzt gleich überblenden, um euch mal zu zeigen, wo der Dennis denn startet. Ja, aber er will ja noch was zum Hintergrund seiner Vorwelt erzählen. Wir haben ihn schon wieder unterbrochen. Ja. So, deswegen ach, jetzt will er das erzählen. Ja, er stellt, ach so, er stellt jetzt seine Vorwelt vor. Okay. Und deshalb lassen wir ihn auch mal ganz alleine hier. Ja. Ne? Du machst das, Junge. Jetzt gehen sie alle weg, wie es so geht. Und wir schauen dir zu. Wir schauen dir zu. Also, Familie Schröder aus dem Wasteland, bekannt als Die Schröders, eine Mutanten-Warband. Man weiß nicht, in welche Konstellation sie da zusammengekommen sind. Man weiß nur, dass einer Paar ist. Ma gibt es nicht. Zumindest hat man Ma noch nicht gesehen. Wahrscheinlicherweise wäre es sinnvoll, einfach mal Familie Schröder zu zeigen, oder? Dann machen wir das doch mal. Also, Familie Schröder, wir fangen mit Paar an. Das ist Paar. Das Familienoberhaupt. Eigentlich ein ganz gemeiner Hundling. Was hat er denn? Der hat einen schicken Hut auf. Ja. Und irgendein Mädel hängt ihm immer am Rockzipfel. Das ist wahrscheinlicherweise die jüngste von allen. Auch nicht wirklich gesund, aber naja, so sind es halt die Schröders, ne? Punkte? Punkte? Ja. Punkte. Wir reden von Mufen und Mili. Und nee, so was hat der für gekostet? Ach, die Punkte. Ja. Na, da haben wir wieder den Anfänger. Mein Gott. Alles gut. 80 Punkte. Irgendwas sondermäßig ausgestattet? Paar hat nix. Der Leader einfach nur wie er der ist. Der Leader, genau, richtig. Paar ist der Leader. Nackig da, wie er ist, bis auf das bisschen, was er angezogen hat. Hat bekommen Brace als Survival Skill. Ist der Motivator, Leader Skill. Und Demoralize ist eine Psychobegabung. Ja, genau. Ich glaube, ist das das, wenn du ihm zu nahe kommst, musst du erst wie so ein Nee, das wird als Schussattacke gehandelt. 24 Zoll weit und das... also er starrt einfach. Er starrt mit seinem 24 Zoll Blick. Ja. Das kenne ich ja noch gar nicht. Echt jetzt? Ja, ja. Das kenne ich noch starrt er einen an und es muss dann ein Moraltest gemacht werden. Ist, und wenn dieser Moraltest nicht gelingt, dann sind 3 Zoll im Umkreis von den Leuten... Nein, jetzt rede ich Mist. Das müssen wir nochmal machen. Das gucken wir noch nach. Also er hat den Moralize. Ja, genau, richtig. Ja, genau. Nein, wenn es gelingt, wenn er trifft, dann muss in 3 Zoll um dieses Ziel herum alle einen Moraltest machen. So rum war das. Ah, okay. Ja. Also er verbreitet mit seinem übelsten Blick Angst. Er demoralisiert ihn mit seinem Blick. Ah, okay. Cool. Das habe ich ganz vergessen. Ist das eine aus der Mutanten-Kannibalen-Nummer oder ist das ein legaler, sag ich schon, von der normalen, aus dem normalen Regelwerk ein... Das ist aus dem
kriegt man das hoch? Aus dem normalen Regelwerk. Okay, deshalb. Genau. Gut, das ist Paar, der Leader. Genau. Dann kommt... Weiter geht's. Dann geht's weiter mit Volker. Volker ist unser Firstborn. Ja, der ganze Stolz von Familie Schröder. Volker hat gekostet 54 Punkte. 45 normal, plus 3 für eine leichte Waffe und nochmal 6 Punkte für die Skin Armor, die er trägt. Zumindest vom Kopf. Volker ist hard as nails, hat den Leader Skill Altogether und Unending Pain. Mehr braucht man über Volker auch nicht zu sagen. Doch, halt eins noch, weil das muss gezeigt werden. Er liebt Mama. Er liebt Mama. Er ist ja auch der Firstborn. Er ist der Firstborn, richtig. Mit wem geht's weiter? Ich muss wieder in die Kamera ran. Bäscher! Gesundheit. Gesundheit. Das ist Bunny. Bunny ist ein Youngins und man weiß eigentlich nicht so ganz, ist da ein Junge drin oder ein Mädchen. Also es ist kein Hase, der mit einer Axt durch die Gegend rennt, sondern da steckt ein Kind drin. Aber wie gesagt, man weiß nicht, ob Junge oder Mädchen. Bunny hat gekostet 20 Punkte. Nein, stimmt doch, hat 20 Punkte gekostet. Und hat eine Heavy Weapon, die nochmal 5 Punkte gekostet hat. Bunny liebt Hasen. Wie man sieht, Bunny hat ein Hasenkostüm gefunden. Also, für Bunny ist die Welt in Ordnung. Da es ein Youngins ist, haben die nicht viel. Also nüchte. Light Weapon oder was? Eine Heavy Weapon. Heavy Weapon. Richtig, genau. Zwei Hände. Zwei Hände. Gibt einen Abzug auf... auf Melee. Auf Melee, und ja. Richtig, genau, ja. Das ist Billy. Billy gehört zu den Degenerate. Billy hat eigentlich einen Zwillingsbruder, Willy, die normalerweise immer zusammen auftreten, aber Willy durfte diesmal nicht mit. Diesmal darf nur Billy mit. Vielleicht kommt Willy irgendwann nochmal nach, man weiß es nicht. Billy hat 15 Punkte gekostet, plus 8 Punkte für seine Slaughterblade. Da sind wir insgesamt bei 23 Punkte. Billy hat plus 1 auf Defense erwürfelt und ja, das war's. Auch bei denen ist nicht allzu viel zu machen. Der letzte im Bunde ist Mojo. Mo und Joe. Mojo ist der Koch der Familie Schröder, hat die Barbecue-Soße immer dabei. Mojo hat 15 Punkte gekostet, plus 3 Punkte für seine Light Weapon. Macht zusammen 18 Punkte und hat auf der Tabelle für die Degenerates minus 1 auf Move erwürfelt. Was ganz gut passt, weil Joe ihn doch vielleicht ein bisschen langsamer macht. Ja, mit denen starte ich. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal dazu, mehr Leute von der Familie jetzt reinzubringen. So wie bei Fernsehgarten, ne? Wenn dann der Typ mit der Gitarre so vorbeigeht an dem Hintergrund. Ja. Sagst du nochmal die Gesamtpunktzahl? Wie viele Punkte hast du ausgegeben? Alles zusammen, glatte 200 Punkte. Geil. Ja, genau. So. Da sind wir jetzt bei der Wasteland-Map und wie man sehen kann, wir sind hier im Wasteland und das ist hier unser schöner Krater, wie gerade schon im Video erklärt. Die Mitte befindet sich hier. So, jetzt wird der Startpunkt ausgesucht. Dennis, wo möchtest du denn mit deiner Miniatur hier im Außenfeld, also einmal hier draußen, kannst du sagen, wo du denn starten möchtest? Wo möchtest du starten? Ich möchte gern hier starten. Also da schon, wo deine Mini stehen. Genau. Dann stell da deinen Leader mal hin. Da startest du. Okay. Das ist dann deine Homebase. Mit der Homebase, das ist ja eine nicht angreifbare Base. Das heißt, wenn du auch völlig im Arsch wärst, kannst du da dann wieder quasi neu starten.
Was aber, glaube ich, nicht passieren wird. Aber man weiß ja nie. So, das ist, glaube ich, ganz geschickt gewählt, weil wir haben in der Nähe angrenzende Gebiete einmal ein Nest und einmal ein Vault. Nochmal kurz zum Erklären. Ein Vault ist ein Level, was erst oberirdisch beginnt und wo man, wenn man möchte, auch unterirdisch in einen Vault-Komplex eindringen kann, um da halt Sachen zu looten. Da gibt es halt ein bisschen mehr oder coolere Sachen als sonst auf anderen Feldern. Und ein Nest war ein Nest. Ja, wie war das nochmal, Danny? Wenn man es erobert hat, das Feld, dann findet man einen Welpen oder ein Ei oder sowas und bekommt für seine Warband, ohne es zu bezahlen, ein Tier, eine Wasteland. Ein Begleiter. Ja. Ja, geil. Ja, daneben ist ein normales Feld, was natürlich auch Einkünfte bringt. Wie war das nochmal? Gibt ein Vault mehr Einkünfte? Oder war das normal, weißt du, wegen dem Loot? Beim Vault ist, in dem Moment, wo man es erobert, braucht für bis zum nächsten Spiel die gesamte Warband keinen Unterhalt bezahlen. Und man kann, wenn man das Feld hält, zwischen den Spielen, zusätzlich dazu, dass man Leute ins Wasteland schickt, auch sagen, dass man einen ins Vault schickt. Dann kann man nämlich hier auf der Loot-Tabelle würfeln und hat eventuell Pech. Also man kann auch vielleicht gegen Kreaturen kämpfen müssen oder so, aber man hat auch halt die Chance, irgendwie nochmal Kohle oder besseres Equipment oder vielleicht sogar ein Relikt zu finden oder so, weil man davon ausgeht halt, so ein Vault ist ja riesig, man schickt den Typen dann einfach da rein, der geht immer tiefer da rein und so und sucht halt geilen Stuff. Ja, also es ist deine Entscheidung, aber meine Frage war trotzdem nochmal, gibt es denn, also so ein normales Feld generiert ja, ich weiß gar nicht, wie viel Geld nochmal pro Runde, 5, ein ganz normales Wüstenfeld? Einfach so Standard 5. Standard 5, ja. Ne? Und es sich auch lohnt, eben die Felder, die nicht besetzt sind, irgendwie mal einzunehmen oder so, ne? Genau. Und so ein Vault, gibt das mehr oder so ein Nest? Oder, Nee, Vault generiert sonst nichts. Du hast halt nur die Möglichkeit, da immer drin zu looten. Genau. Und das Nest gibt dir tatsächlich dann auch nichts. Also das Nest bringt halt nur in dem Moment, wo du das betrittst und eroberst was. Ne? Dann wird das halt geplündert. Genau. Ja gut, also, Dennis, wofür entscheidest du dich? Tja. Wo möchtest du denn hin? Wer soll nun dein Herzblatt sein? Genau, Mr., wie hieß er nochmal? Kai Pflaume. Kai Pflaume, richtig, genau. Also, noch ein zusätzliches Vieh mit dazu bekommen, ist natürlich gar nicht mal so übel, aber da ich Bock drauf habe. Bist du dir sicher? Bist du dir wirklich sicher? Bist du dir sicher? Hast du eigentlich recht, ne? Eigentlich ist es ja besser, noch ein zusätzliches Vieh dazu zu bekommen. Na, dann möchte ich gerne hier hin. Und das ganz mit freiem Willen. Genau, da möchte ich gerne hin. Ich denke nur, ich habe jetzt nur, weil du ja auch anfängst, habe ich nur gedacht, wollte ich dir nur ein bisschen unter die Arme greifen, weil ein Vault ist ja natürlich schon krass bewacht. Ne? Also, da du gerade startest, könnte es auch, deswegen, ich wollte dir nur ein bisschen unter die Arme greifen. Ich glaube nicht, dass einer demnächst hier von den Nächsten sofort hier, also du brauchst keine Angst haben und aufs Vault, denke ich mal, aber man weiß es nicht. Aber ich glaube, dass du, wenn du dann wenigstens mit der Kreatur noch da reingehst beim nächsten Schritt, wesentlich weiter kommst als, weil wir haben uns da ja schon was überlegt. Ja. Bin ich auch voll und ganz deiner Meinung, Phil. Also finde ich wirklich... und dankbar bist du mir natürlich auch. Dankbar auch, aber wie schon gesagt, ich habe ja aus freien Stücken und mit freiem Willen jetzt dieses Feld gewählt, ohne mich in irgendeiner Art und Weise von mir beeinflussen zu lassen. Gut. Welche Farbe hat er sich denn dann genommen für seine Warband? Rosa. Oh, es passt. Ja, dann stecke es in dein Starterfeld rein. Okay, also das ist Dennis mit Rosa und für jedes Feld, was du einnimmst, bekommst du so ein Fähnchen und daran kann man sehen, was er denn dann generiert. Ja, gut, wir wissen Bescheid. Erst Level für dich ein Nest, dann bauen wir mal auf. Bauen wir. Das ist das Spielfeld in Mission 1 und Dennis hat sich ja entschieden, ein Nest zu plündern, also auf ein Feld zu gehen, wo ein Nest ist und hier ist auch schon das Nest.
Das Nest ist in der Mitte dieser Baum mit Zielmarker. Quasi in dieser Höhlung wird es wahrscheinlich drin sein. Ja, man erkennt auch irgendwie schon, wenn man da drauf guckt, oh, da ist irgendwie was. Aber was da genau ist, das kann man halt nur herausfinden, wenn man an den Baum geht und es aufbricht. Und das ist auch Ziel der Mission. Gespielt wird über 8 Runden, also am Ende von Runde 8 ist automatisch Ende, egal wer gerade wo steht. Wenn Dennis es bis zum Ende der 8. Runde nicht schafft, diesen Baum aufzubrechen und zu looten, das macht er, indem er in Base-Kontakt steht und einen Stärketest absolviert. Wenn er das nicht schafft bis zum Ende der Runde 8, nimmt er das Feld halt nicht ein. Wenn er es schafft, in dem Moment, wo das Ding aufgebrochen ist, ist das Spiel vorbei, egal ob jemand im Nahkampf ist oder nicht. Auf der Karte sind hier in diesen brodelnden Waste Pools irgendwelche Raschelgeräusche zu hören. Man weiß noch nicht genau, was es ist, aber es ist klar, da bewegt sich irgendwie was drin. Und zusätzlich, hier markiert durch blaue Plättchen, sind hier 4 Punkte auf der Karte, wo man halt looten kann. Dafür nehmen wir dann gleich wieder unseren Random Loot Table. Da ist er. Elegant präsentiert vom Herrn Pfeife. Und das ist der Loot Table. Dennis kann sich also gleich auch entscheiden, vielleicht erstmal looten zu gehen oder vielleicht auch nicht. Aber er muss halt irgendwie bis Runde 8 fertig werden. Man kann hier beginnen. Entweder hier, das ist die 1, 2, 3, 4. Und von wo der Dennis kommt, das wird jetzt einfach mal mit einem W4 ausgewürfelt. Hat eine 1, damit startet er von hier. Und bei diesen sehr kleinen Spielfeldern, die wir am Anfang haben, machen wir es so, dass wir keine 6 Zoll Aufstellungszone haben, sondern in, sagen wir mal, Randkontakt. Also er kann irgendwo randberührend sich natürlich auf der Map aufstellen und hat dann die erste Runde, denn NPC sehe ich hier nicht. Ne? Ich würde sagen, du stellst mal auf, ganz in Ruhe, und dann gucken wir uns gleich an, wie das aussieht. Figuren sind aufgestellt, da drüben steht Schröders Warband, hier ist der Chef, der Firstborn mit Bunny, hier sind beides Degenerates, ne? Genau, richtig. Hier die 2 Degenerates, damit vielleicht ein bisschen was gelootet werden kann, und was sehe ich dort? Ich stehe hier rum, aber seit 2 Jahren stehe ich hier und heiß ist es und es kommt einfach keiner. Verstehe ich nicht, ich habe da so viel geilen Stuff dabei, aber keiner kommt. Naja, mal gucken. Ja, und in diesem Sinne starten wir das Spiel. Dennis, deine erste Runde. Was machst du denn? Wen aktivierst du zuerst? Ich versuche erstmal Paar zu aktivieren. Okay, den Chef. Moment, bedenke, wenn du ihn jetzt aktivierst und mit ihm wegläufst, dann sind die anderen nicht mehr in der Motivator-Reichweite. Der Motivator... Denn er ist ja der Motivator. Ja. Darf ich ganz kurz das nachgucken, regeltechnisch? Ja, natürlich. Aber erstes Spiel, oh, schickes Regelbuch. Mega. Aber ist nicht meins. Ja, egal. Haben wir ja genug hier. Was möchtest du denn nachgucken? Vielleicht weiß ich es ja. Nochmal ganz genau die Motivator. Motivator-Skill ist, dass jeder, der sich in 6 Zoll Umkreis zu ihm befindet, bei der Aktivierung einen Bonus von plus 1 auf Metal kriegt. Automatisch in seiner Umgebung, ne? Genau, genau. Dann deswegen ist es Sinn, ihn zuerst zu richtig, dann fange ich sondern, dann vorne an. Genau. Also, wer ich aktiviert? Sind alle drin? Ja. Passt. Dann fange ich mit Billy an. Hat ein Billy hat, wo ist er? Metal ist immer ganz rechts. Hat normalerweise 5. Dann dürfte er jetzt einmal Saugklaue Archer. Ja,
Genau, richtig. Metal 5 plus 1 durch plus Motivator, 1 durch 6 jeden. Auf die 4 plus aktivieren. Erfolgreich aktiviert, hat 2 Aktionen. Billy hat einen Move von 5, sehe ich. Mhm. Was macht er denn? Billy bewegt sich erstmal in diese Richtung hier. Okay. Ja. Erste Bewegung. Erste Bewegung. Und zweite Bewegung, er geht da rein. Dann kannst du mit der zweiten Bewegung an die Tür gehen und diese müsstest du dann aufbrechen gleich. Weil da ist ja eine Tür. Also mit dem zweiten Move kannst du an die Tür und das nächste Mal kannst du aufbrechen im Prinzip. Beziehungsweise du kannst auch. Guck mal, er hat ja noch Schwung und so. Mach doch jetzt einfach mal einen Stärketest, ob er diese Tür aufgeboxt hat oder eben nicht. Ja. Stärke ohne Waffe, weil er ist da reingerannt. Stärke 5. 5. Also 5 plus, dann ist die Tür aufgeboxt. Ist das überhaupt ein W10? Ja. Tja. Okay, nicht erfolgreich aufgeboxt. Das heißt, er ist voll vor die Tür gerannt und steht jetzt halt da. Ja, lass die Tür jetzt gerade so. Ja. Aber er steht halt an der geschlossenen Tür. Du hast erfolgreich aktiviert, du bist also nochmal dran. Ich mach weiter mit Mojo. Mojo, ja. Wahrscheinlich ähnliche Mittelwert ist richtig, nicht genau. Erfolgreich Nein. aktiviert. Eine Aktion. Auch er bewegt sich. Du hörst das Rascheln von hier weiterhin, aber stimmt, noch nichts ist zu sehen. Er bewegt sich 5 Zoll in diese Richtung. In dem Moment, wo du deine Initiative verlierst, aktiviert er, mal gucken, ob erfolgreich, ja, auf jeden Fall erfolgreich, und Folgendes passiert. Oh, was sind das denn für hässliche Vögel? Nee, Junge. Und er verschwindet ins Nichts. Oh, Menno. Mal sehen, ob wir ihn später vielleicht nochmal treffen. Okay, du bist wieder dran. Gut. Weiter geht's. Volker, der Firstborn, macht weiter. Wird wohl reichen. Hat ja bei den anderen auch gereicht. Also, was hat er für einen Move? Besser? Nee, auch 5. Ne? Er hat auch 5. Ja. Sind ja eigentlich alles Menschen, richtig? Naja. Ja. Man weiß es nicht so recht. Erste Bewegung. Könnte theoretisch wahrscheinlich schon an den Baum kommen, wenn er das denn möchte. Ja, zweite Bewegung. Er geht auch hierhin. In Base-Kontakt zum Baum? In Base-Kontakt zum Baum. Okay. In dem Moment, wo das Nest berührt wird, also in dem Moment, wo der Base-Kontakt da ist, verschwinden diese Geräuschmarker, denn die Geräusche werden immer lauter. Und aus dem toxischen Schlamm tauchen auf 3 Mudcrabs. Diesen Mudcrabs scheint es offensichtlich nicht wirklich zu gefallen, dass da jemand an das Nest geht. Und dementsprechend stehen sie jetzt da. Du bist allerdings immer noch dran, denn deine Aktivierung war ja erfolgreich. Also hast noch 2 Figuren und weiter geht's. Dann versuche ich Bunny zu aktivieren. Bunny ist ein Youngin, ne? Ja. Metal 5, also 6. Jo, 2 Aktionen. Einmal Move. Einmal. Und machst du mit der 2. Einer reicht da vorne. Sind ja alles irgendwie Psychos, ne? Quatsch. Wenn ich mir die so angucke, wer soll da ein Psycho sein? Ich glaube. Ja, komm, Bunny. Das ist nicht leid, das ist nicht guck mal, leid. Guck mal den Blick, Junge. Guck mal, der Blick. Der Schäle. Bunny geht auf ihn drauf. Okay, Charge auf die Mudcrab. Ja. Von der Entfernung reicht das locker mit den 5 Zoll. Ja,
Bei einem Charge ist es ja so, dass man sich in Base-Kontakt bewegt und dann direkt einmal draufhauen darf. Mhm. Du kannst ihn ja schon mal dahin bewegen. Da ich aus dem Kopf nicht weiß, was eine Mudcrab für ein Profil hat, müssen wir einmal das Regelbuch befragen, hinten bei den Creatures. Denn dann... So, das Mudcrab-Profil ist dort. Und Dennis haut jetzt mit seinem Bunny. Der hat, was nochmal? Bunny hat eine Heavy Weapon. Oh, das ist geil. Was für ein Melee-Wert? Ja, dadurch leider nur noch 3. Okay, gegen Melee 4. Dann versuch mich mal zu treffen. Also das heißt, minus 1 auf deinen Wurf. Die Krabbe hat eine 1, du hast eine 8. Triffst. Was für eine Stärke hast du denn? Ich habe Stärke 7. Gegen Defense von 6, also plus 1 auf deinen Wurf. Das reicht nicht. Ist eine 6 gegen eine 8. Damit steht die Krabbe noch. Ist die Schale irgendwie hart genug gewesen? Aber du hattest erfolgreich aktiviert, das heißt, du bist immer noch dran. Damit ist dein Paar noch dran. Ja, Paar versucht zu aktivieren. Auf die 7. Ja, das passt. 2 Aktionen. Ah. Tja, hilfst du Bunny oder? Lässt er sich denn jetzt auch noch demoralisieren durch seinen? Das Problem beim Demoralisieren ist, dass bei den Mudcrabs steht, passt automatisch alle Will-Tests. Ah, okay, dann hat die Sache sich erledigt. Ja. Die kannst du mit dem irren Blick nicht beeinflussen. Ah, blöd. Aber du könntest mit 2 Aktionen wahrscheinlich mit in den Nahkampf gehen. Dann gibt es nämlich Melee-Bonus bzw. Abzug für die Krabbe und vielleicht haust du sie auch einfach kaputt. Dann mal Move. Papa mit rein und haut sich mit hier rein. Ja, wissen wir, ist im Base-Kontakt. So, passt schon. Okay, was hat er denn für einen Melee-Wert? Paar hat einen Milliwert von 6. Gegen Milliwert von 4, aber auf deinen 6er kommt noch einer drauf, weil ein weiterer deiner Figuren mit im Nahkampf ist. Das heißt, du hast eine 7 gegen meine 4, also plus 3 bei deinem Wurf. Krabbe hat eine 6, du hast eine 3, plus 3 ist auch eine 6, unentschieden. Triffst damit leider nicht. Mann. Tja. Jetzt in der ersten Runde haben die Krabben ihre Zeit damit verbracht aufzutauchen, sind aber noch nicht in der Lage zurückzuhauen. Deswegen starten wir jetzt Runde 2 und in Runde 2 werde ich die Krabben als NPCs so spielen, wie es halt eine Warband wäre, also mit mit aktivieren, bewegen und so weiter. Denn ich glaube, dass den beiden hier das nicht so wirklich gefällt, dass du ans Nest gehst und dass du auf den Kollegen da bist. Das glaube ich auch. Ja. Nichtsdestotrotz, du bist dran als Spieler, hast nicht den ersten Zug, sondern in Runde 2 den Beginn. Und deswegen, genau, Marker sind alle weg. Kannst du mal gucken, was geht hier an? Wer aktiviert? Ich fange hier vorne wieder an. Weil, echt? Okay. Ja, weil Billy rein will ins Haus. Echt? Aber wenn du jetzt mit Billy nicht die Aktivierung gewinnst und eine Krabbe dran ist, dann und ist auch drauf haut. Verdammt. Ja. Mein Gott. Da, einmal gespielt. Also, ja, so ist es. Vielleicht mache ich doch hier hinten weiter. Ja, wäre doch eine Idee. Wäre eine Idee. Aber wer macht denn weiter? Na, in dem Falle würde ich sagen, macht Bunny als erstes weiter, um von Paar zu profitieren. Genau, wird auch motiviert natürlich, ne? Hat damit Aktivierung von auf 4 plus was, glaube ich, gerade. Bunny hat Melee. Ne, erstmal Metal. Richtig, dann auf die 4 plus. Ja, zwei Aktionen. Erste Aktion, draufhauen. Auf die Schnauze. Richtig. Mit deinem, wie wir gelernt haben, Melee 3 wegen dem Abzug, aber plus 1 durch ein paar, also Melee 4 gegen Melee 4, Würfel gegen Würfel. Krabbe 4, du auch 4. Zweite Aktion. Nochmal draufhauen. Dann, selbe Ding. 6 gegen eine 5. Leider nicht getroffen, die Krabbe. Ja, Bunny ist auch noch klein. Ja, muss er noch lernen. Gut, okay. Du bist aber weiter dran. Ja. Wer aktiviert?
Volker aktiviert. Denke, wenn du mit Volker diesen Baum da erfolgreich lootest, ist vorbei. Na, dann hast du das Spiel zwar gewonnen, hast auch keine Probleme mit den Krabben holen. Richtig. Es gibt immer Volker kann ja auch, ja, Volker könnte ja auch noch mit in den Nahkampf chargen oder einfach hierhin chargen oder er kann auch einfach stehen bleiben oder. So viel zu bedenken. Was machen wir denn? Volker aktiviert. Das machen wir erstmal. Volker aktiviert auf 6 plus Motivator. Ihn, also 3 plus. 3 plus. Boah. Der Firstborn. Also, eine Aktion. Was macht er denn mit dieser? Tja, ich denke mal, er kann da aber reinchargen, ja, oder? Ja, denke ich ja, auch. Dann macht er das. Chargt er da rein, steht genau dann zwischen Bunny und Paar. Ja. Und hat jetzt plus 2 auf Melee gerade, weil ja 2 mit im Base-Kontakt sind. Aber was hat er für eine Waffe? Hat eine Light-Weapon. Okay, ja, dann plus 2 auf Melee. Dann hast du einen Melee-Wert von wahrscheinlich gut, weil er dein Firstborn ist. Melee? Ja. Und dann hat er, Moment. 6 plus 2, ne? Ja, also 8 gegen 4, du plus 4 auf den Wurf, Krabbe eine 4, du eine 10, Ehen-Crit, hast direkt getroffen. Und jetzt Stärke. Stärke, ich muss mir das nochmal anmarkern, ja, hier. Stärke 6. Okay, gegen Defense 6, also Würfel gegen Würfel. Krabbe eine 4, du eine 6, endlich ist die Krabbe kaputt. Du hast eine Krabbe getötet. Dann lege diese Krabbe doch mal auf den Rücken vielleicht. Oder nimm sie raus, geht beides. Bam! Toad! Aber, da du nicht erfolgreich aktiviert hast, sind die Mudcrabs dran. Mit einem Metal-Wert von 5 versuche ich, diese Mudcrab zu aktivieren, also auf 5 plus. Erfolgreich. Move von 5. Das reicht wahrscheinlich noch nicht aus, um direkt zu chargen. Doch, den Paar. Also charge diese Krabbe Paar. Bam. Da ist jetzt nicht Melee Plus, weil ja kein anderer mit mir im Base-Kontakt ist. Aber die Krabbe schlägt zu mit ihrem Melee von 4. Gegen Opa ist wahrscheinlich aber stark Melee, weil es ja wieder 6. Ist. Also plus 2 bei dir. Krabbe hat eine 1 und eine 6. Die Krabbe trifft nicht. Hatte ich erfolgreich aktiviert? Ich habe schon wieder vergessen. Du hast erfolgreich aktiviert. Dann haut sie nochmal zu. Erste war ein Charge, zweite ist zuhauen. Eine 2 gegen, selbst wenn du eine 1 hast, dann ja. Habe ich dich nicht. Okay, die Krabbe hat nichts gemacht. Die zweite Krabbe aktiviert. Auf 5 plus aktiviert erfolgreich. Und obwohl da ja einer näher ist, versucht sie da hinten hinzugehen, denn da ist der Kumpel gestorben. Dementsprechend bewege ich mich einmal meine 5 Zoll, stehe dann ungefähr da und charge danach den Paar. Genau, die Krabbe chargt auch so, dass der andere mit im Base-Kontakt ist, denn sie ist nicht wirklich intelligent, sie will einfach nur essen. Und ja, jetzt schlägt sie auf den Paar, würde einen Bonus kriegen von ihm, kriegt aber einen Malus von, wie heißt er nochmal? Billy? Vom Firstborn? Volker. Volker, okay. Ja. Das heißt, die Krabbe bleibt bei ihren 4 gegen deine 6? 6. Krabbe hat eine 2 gegen eine 2, das reicht nicht, weil du plus 2 hast, also nicht erfolgreich. Damit ist die NPC-Aktivierung komplett vorbei, weil alle NPCs aktiviert wurden. Zumindest sie, die im Moment auf dem Board sind. Und du bist wieder dran. Wer macht denn was? Du hattest bisher nur Volker aktiviert, ne? Ich hatte bisher nur... Ja, Volker ist da rein und hat den umgehauen. Genau. Ja, genau, richtig. Das ja, damit mehr Bonus und so. Genau, so, das hat er gerade eben gemacht. Weil er hat ihn aktiviert. Hat geholfen quasi, richtig. Genau, er hat geholfen. Hat also du hast alle noch außer Volker. Ich auch schon zugeschlagen. Deswegen nee, ich meine nicht. Das war vorhin in der Runde. Alles klar. Dann, weil du hattest Volker nicht erfolgreich aktiviert. Der hatte nur eine Aktion. Und dann hat das direkt gewechselt. Ja. Also, wer darf? Ich versuche erstmal Volker zu aktivieren. Nee, Volker war ja. Ach nee, Volker hat ja. Dann versuche ich Bunny zu aktivieren. Ja. Wieder auf 4+. Und vorhin.
Jo, zwei Aktionen. Zwei Aktionen. Hier ist der direkt Charge. Bonnie geht einmal direkt hier rum. Ja, und charge die Klappe. So, jetzt bekommst du plus 1, weil zwei sind im Base-Kontakt, aber einer ist wiederum mit ihr Paar im Base-Kontakt, ja, also kriegst du plus 1 auf die. 4 gegen 4 damit, ne? Ja. Krabbe hat eine 8. Triffst nicht, aber du hast noch eine Aktion. Nochmal. Haust drauf. Oh, die Krabbe nur eine 2. Jo. Bunny trifft mit Stärke. Stärke 7. Gegen Defense 6. Eine 4, bei dir plus 1, 5, 6. Jo, eine Krabbe ist umgehauen. Bäm. Jawohl. Und du bist weiter dran. Ja. Wen aktivierst du als nächstes? Paar wird aktiviert. Genau. Auf 3 plus. Weil der sollte Metal 7 haben als Leader. Genau. Ja, erfolgreich. Ja. 2 Aktionen. Stehen ja noch im Base-Kontakt. Ja, ja, die Krabbe steht da komisch, aber die sind natürlich im Base-Kontakt. Ja. Also, Paar ist in Base-Kontakt mit der letzten Mudcrab. Paar haut drauf. Jawohl. Mini 6. Gegen 4. Das gibt dir plus 2, aber damit ist unentschieden. 3 gegen 5, also 5 gegen 5, also nichts. Ich hau nochmal drauf. Ja, mit einer 8 gegen einer 3. Du triffst die Krabbe. Stärke? Stärke, Stärke, jetzt muss man mal gucken. 6. Gegen Defense 6, also Würfel gegen Würfel. Das ist ein Crit gegen eine 3, ist die Krabbe weg. Hast die Krabbe umgehauen, bäm. Alle NPCs soweit vernichtet. Paar steht da, weil das seine zweite Aktion war. Fehlen noch er und er. Was ist denn das für ein Geräusch hier? Kenne ich ja gar nicht aus dem Bunker. Verrückt. Da kommt keiner mehr ran. Also nicht mehr ein Motivator? Nein. Ich mache trotzdem erstmal Billy. Jawohl, im Billy. Haus. Er will endlich diese Tür kaputt machen. Muss. Aktiviere ihn. Nicht erfolgreich. Nein. Also eine Aktion. Einmal die Tür aufbrechen. Einmal aufbrechen. Stärke. Also Stärke 5 wäre unmodifiziert. Nee, ja, ja, ich muss nur kurz schauen. Das ist Mojo. Da ist Billy. Ich muss mit den Namen schauen. 5. Hat er gar keine Waffe? Doch, aber die gibt ihm keine auf die Stärke. Ach so, er hat so ein Special-Ding. Mhm. Ah, okay, weil sonst hätte ich gesagt, wenn er Axt hat oder so, ist ja alles Holz, sondern das Ding vielleicht kaputt hauen kann. Ja, ganz normal auf mit der 5. Okay, auf 5 plus geht die Tür auf. Jawohl, ja. Die Tür ist offen. Das heißt, in der nächsten Runde kann er looten, mit einer nächsten Aktion. Er hat jetzt gerade keine mehr, leider. Nächste Runde dann. Nächste Runde. Was ist mit ihm? Das ist dein letzter für diese Runde, ne? Ja. Wir sind in Runde 2. Richtig, also okay. Ist noch Zeit. Ist noch Zeit. Dann, versuche ich Mojo erstmal zu aktivieren. Auf die 5. Ja, mit dem Crit, also 2 Aktionen. Genau. Und dann bewegt es sich auch direkt zweimal. Mhm. Mojo ist allerdings ein bisschen langsamer als die anderen, darf sich nur 4 Zoll weit bewegen. Er bewegt sich direkt mal 8 Zoll. Ne? Ja, genau. Ach, wir machen es so. Dann kriege ich da den Winkel hier auch richtig. Einmal bis hier. Und dann nochmal ungefähr bis hier. Jawohl, damit sind alle aktiviert von dir. Das war's, ja. Marker nehmen wir kurz weg. Und dann können wir direkt, machen wir nahtlos mit Runde 3 weiter, oder? Ja, würde ich auch. Direkt mit Runde 3 weiter. Keine NPCs im Moment auf dem Board. Das heißt, Dennis ist automatisch wieder dran. Runde 3, erste Aktivierung. Wer aktiviert? Bunny aktiviert als erstes. Jawohl, mit Motivator Skill, weil Paar in der Nähe steht. Bunny ist so klein, sieht man fast gar nicht. Da ist er. Auf die 4 plus. Nein, eine Aktion. Bunny bewegt sich einmal an den Bauch heran. Damit es gleich ans Brechen geht. Das war's. Dann ist Volker als nächstes da. Ja, der Firstborn, direkt neben Paar. Paar motiviert ihn ein bisschen. Als immer, Junge. Volker aktiviert auf die 3 plus. Ja. Das passt. 2 Aktionen. Volker geht an den Baum ran. Mit der ersten Aktion. Zweite Aktion versucht er jetzt den Baum aufzubrechen. Macht er? Weil wenn du es schaffst, ist die Mission vorbei. Dann ist die Aktion wieder vorbei. Ich habe schon wieder vergessen. Ach, dann bleibt Volker erstmal stehen. Ja. Weil dann kannst du vielleicht echt noch die Zeit nutzen, ein bisschen Scheiße looten hier. Okay. Na gut, dann ist Paar dran. Jawohl.
aktiviert auf die... 3. Erfolgreich. 2 Aktionen. Der kann... Er kommt mit einer Bewegung wahrscheinlich nicht ganz dran, oder? Aber parke trotzdem erstmal in diese Richtung. Ja. An den Container? Ja. Dann kann er da nämlich gleich auf... Ja? Genau. Paar ist dort. Du kannst bis an den Container rangehen, weil du hast 2 Aktionen. Du kannst mit der zweiten ja. Ja. So. Das heißt, da wird gelootet gleich, hier wird vielleicht gelootet. Und du hast noch... Noch 2. Mojo. Mojo und Billy. Oh ja, Billy könnte jetzt schon looten, ne? Billy macht jetzt auch. Oh, also geil. Billy erstmal versucht zu aktivieren. Endlich die Loot-Tabelle. Wo ist die Loot-Tabelle? Da hinten ist die Loot-Tabelle. Mega, da bin ich ja gespannt, wie die läuft. Also, du willst ihn erstmal aktivieren. Erstmal wird er aktiviert auf die 5 Plus. Ja, passt. 2 Aktionen. Erste Aktion, er geht rein. Okay, ja, also aber alles richtig machen. Ja. Genau. Geht wirklich da rein, er guckt, was gibt es da. Und er lootet. Ja, und er lootet, indem er einen W66 wirft, also 2 W6 nehmen. Einen habe ich hier, zweiten habe ich auch hier. Dann macht den hellblauen, ist der erste, und der dunkelblaue ist die zweite. Oder? Ja. Im 40er-Bereich? 46, das ist ein Ranged Weapon. Und um zu schauen, was für ein Ranged Weapon das ist, gucken wir jetzt auf die Ranged Weapon-Tabelle. Dafür brauchen wir 2 W8. Die haben wir zufälligerweise auch dort hier irgendwo liegen. Das ist ein W8. Und das ist ein W8. Und da einfach zusammenzählen. Das ist eine 6 und die 6, oh cool, ist ein Crossbow. Ist ja gar nicht so schlecht bei Sucher, oder? Einfach mal schöne Armbrust gefunden. Mega, freut er sich? Der ist happy, vor allem mit seinem Haken. Weil ja, gar kein Problem, kann er das Ding direkt immer schön nach hinten ziehen. So. Okay, ja, sehr geil. Hier gelootet, der Marker ist damit natürlich weg. Und ja, Mojo ist immer noch dran. Mojo ist noch dran, ja? Genau. Ich lege hier mal einen... Wir versuchen noch Mojo zu aktivieren auf die 5. Erfolgreich, 2 Aktionen. Oh, kommst du mit 2x Move an den Container, damit du gleich mal kannst. 2x bewegen wären 8 Zoll. Nee. Ah, das könnte knapp werden. Also, oh, die schöne Figur. Ja. Also, okay, fast am Container. In der nächsten Runde geht es ans Looten. Das heißt, wir sind hier am Ende von Runde 3. Wir machen mal eben alle Marker weg, Spielfeld schick, und dann geht's gleich mit Runde 4 weiter. Der Bunker füllt sich. Und auf einmal sind die komischen Geräusche auch weg, die von da hinten vorhin kamen. Ja, und es geht weiter mit Runde 4. Du bist dran, wer aktiviert denn? Paar aktiviert, weil Paar aktiviert. Ist egal, weil er zwei wegsteht von anderen. Aktiviert auf die 3. Erfolgreich. Das heißt, er könnte looten und dann hat er eine Aktion. Wieder der geile Loot-Tail. Boah, so macht ihr das jetzt. Das muss ich ja leider mal eingreifen. Aha. Weil ich möchte es jetzt nicht zu einfach machen. Um erfolgreich zu looten, musst du erst ein erfolgreiches Ding aufknacken, ne? Ach so, hier haben wir es gemacht. Also er ist nicht einfach reingelaufen, sondern hat die Tür geknackt. Ja. Er ist nämlich geil, auch in der ersten Aktion haben wir gesagt, mit dem Move gegen die Tür habe ich direkt gesagt, mach mal direkt Stärketest, ob du die einrammst. Er ist aber auch voll vor die Tür gelaufen. Ja, das also hat nicht ist funktioniert. Der ist ja wahrscheinlich auch nur so gerannt. So. Ja, das ist eine Tür. Ja. Okay, also Kiste aufknacken. Mit Stärkewert einfach. Na ja, klar, der reißt das scheiß Ding auf, Junge. Der Paar, ja. Oh, ich wollte so gerne hier wieder... Ne? Aber okay, erstmal aufmachen. Wo haben wir es denn? Ja, mach auf das Ding. Ja. Auf 4 plus, Stärke? Auf 4 plus. Ja. Stärke 6. Er schafft es nicht. Zweite Aktion. Nochmal das scheiß Ding. Jawohl, er hat es aufgerissen. Er kann schon einen Blick hinein erhaschen, aber er kann nicht looten. Sehr wahrscheinlich glitzert es schon. Ja, klar. Okay, wer ist als nächster dran? Als nächstes ist Mojo dran. Sehr geil. Auf die 5. Nein, eine Aktion. Soll der auch beim Gegenrennen versuchen, das Ding... aber es ist ja keine Tür. Nee. Also er bewegt sich ran, steht in Base-Kontakt und guckt, was dann da gleich passiert. Dann machen wir mit Billy weiter. Auf die 5. Billy.
erfolgreich aktiviert. Zwei der ist Optionen. Aktiviert und der weiß eigentlich gar nicht, was er machen soll. Ja, ist doch noch Zeit, ist ja erst Runde 4, Junge. Da geht doch noch einiges. Da drin war eine Armbrust. Er hat einen tatsächlich da irgendwie eine Armbrust irgendwo hergezaubert. Er weiß ja wahrscheinlich und kann damit auch gar nichts anfangen, ja, aber vor allem so aus dem Fenster zu Paar so. Guck mal, also, nimm das mit, du Idiot. Deswegen hat er das Ding auch nicht ausgerüstet, sondern erstmal nur eingesteckt. Weil, keine Ahnung, man muss ja erstmal schauen, was das ist. So, er muss auch hier aufpassen, dass er da nicht hängen bleibt, weil da checkt er wahrscheinlich auch nicht. Der schleicht den Busch einfach mit. Ja, klar, auch scheißegal. Ja, siehe. So, die beiden da in der Mitte. Ja. Volker und Bunny. Oh, der Todesnebel. Oh Gott. Jetzt frage ich nochmal, weil ich es ja gerade zum zweiten Mal erspiele. Muss ja, ich die jetzt aktivieren? Du kannst sie auch da stehen lassen, wenn die da stehen bleiben sollen. Aber weil eigentlich stehen die da ganz gut, meinst du? Eigentlich stehen die ganz gut, ja. Ich würde okay. Jetzt mit denen nichts machen. Oh. Ja, dann lass es doch. Ach, du hast noch nicht das Ei rausgeholt? Nein. Nee, weil... Das ist ja, aber dann wäre es vorbei. Genau, in dem Moment, wo er das Ding lootet, ist vorbei. Stimmt, ja. Ist die Mission vorbei. Genau. Und deswegen... Aber das muss er auch mit dem Geschicklichkeitstest machen. Oder mit dem Stärketest, weil das halt aufbricht. Mit der Axt aufhacken. Da muss man dann natürlich dann gucken, mache ich das in der letzten Runde in der Hoffnung, dass ich es schaffe, oder... Oho! Ja. Wo sind wir? Runde 4. Oho. Also du willst die beiden nicht mehr aktivieren. Aktiviere Runde 4 vorbei. Dann Marker weg und Runde 5. Wer aktiviert als erster in Runde 5? Paar aktiviert. Paar, ja, dann ist es auf die 3. Der hat das Ding ja schon aufgerissen. Ja, jetzt, erfolgreich. Aber, jetzt kannst du loopen, Junge. W66, du brauchst wieder 2W6. Der hellblaue ist wieder die erste, also der 10er-Wert und so weiter. Ja, Junge. Die 11, das bekackteste Ergebnis, was es gibt auf der Loot-Tabelle. Und da drin hat es nicht einfach geglitzert. Nein, nein. 3 gefährliche Kreaturen. Ich habe hier diese Seite schon mal aufgeschlagen. Gefährliche Kreaturen sind sowas wie Feuerameisen, Schlangen. Es könnten auch kleine Mutantenskorpione sein oder Toxic Jellies. Ein Waste Wolf könnte auch drin stecken. 3 an der Zahl. Ich hole da doch mal die NPC-Kiste heraus. Ja, wir gucken doch mal. Kurze Zwischenfrage. Was ist mit unserem Händler so passiert? Ja, er erblickte, also er stand hier eine Zeit, hat auch seinen üblichen Text aufgesagt. Willi kam um die Ecke, er hat ihn gesehen und hat sich sofort verpisst. Er hat alles sofort eingepackt. Ja, die Kiste habe ich noch nicht weiter erläutert, weil ich die Funktion nicht genau kenne. Aber ja, wie hat das geschafft, diese Kiste mitzunehmen? Weißt du es? Ja, diese Kiste, also das ist ja keine Kiste, es ist ja ein Regal. Aber er hat, seit Jahren tüffelt er da am rum, weil natürlich die Situation kommt, dass man sich schnell verpissen muss. Oder die Situation kommt, schnell mal irgendwas zu verticken. So, weil der Typ so, willst du was kaufen? Ich habe aber keine Zeit. Ja, Moment, das geht ganz schnell. So, er ist eine Kiste, so groß ungefähr, mit einer Handkurbel an der Seite. Voller Zahnräder und dem Stuff natürlich. Da dreht er dann zweimal ran und dann klappt sich das so ganz krass auf. Und zurück ist es dann aber keine Handkurbel, sondern die ist da auch noch. Ist es nur so ein Knopf, da drückt er drauf, da macht es einfach so. Und dann. Pam, und dann nimmt er den Karton und geht weg. So. Das ist passiert und er hat sich ruckzuck da verpisst, alles eingepackt, weil das war ihm irgendwie zu hart. Nur die Amos hat er liegen lassen, oder was? Ja, offensichtlich schon. Wahrscheinlich, so ja, muss geil. Es gewesen sein. Okay, also was haben wir denn hier? Ja, was haben wir denn hier? Feuerameisen. Nee, das ist bei Deadly. Aber kein Problem, wir sind ja hier nur bei den gefährlichen Kreaturen. Ja, dann los. Ich darf jetzt würfeln, ja? Im Prinzip ein W10 und das wird dann hingestellt. Dreimal das Ergebnis oder würfel ich dreimal? Auf 3 unterschiedliche. Ein und dann davon 3 Stück, oder? Aber wir müssen sowieso gucken, weil ich sag mal, haben wir Feuerameisen? Wir haben sowas ähnliches. Ja, ich sag mir, was es sein soll. Genau, also würfel doch einfach mal. Schmeiß mal ein W10, komm. Eine 7. Das ist ein kleinerer Mutantenskorpion. Ja. Den haben wir sogar. Ein kleiner Mutantenskorpion. Der große Bäm. Na, nochmal. Bäm. Dann würfel doch nochmal ein W10. Mal gucken, was noch in der Kiste steckt. Eine 3. Ein Irradiator. Ich weiß nicht, es gibt ja Irradiator-Zombies. Ja, es ist ein Irradiator. Es ist ein Irradiator. Okay. Bäm. Und was haben wir noch? Ein W10. Die 2. Es ist im Prinzip eine Klapperschlange. Ja. Klapperschlangen sind geradeaus.
Haben wir etwas Ähnliches wie eine Klapperschlange? Nichts Reptilisches, aber wie wäre es denn mit einer kleinen Spinne? Oh ja. Oder eine Ratte. Ja, Spliffy ist da. Ja, Spliffy, die Klapperratte. Die Klapper. So, die waren alle drei in diesem Container eingeschlossen. Wer weiß, was sie da gemacht haben. Deswegen sind die so scheiße drauf. ähnlich aber wie vorhin mit den Mudcrabs, damit der Paar jetzt nicht völlig zerfetzt wird. Die sind jetzt gerade aus ihrem Tiefschlaf und dem dunklen Container aufgewacht und werden sich in dieser Runde noch nicht bewegen. Sie sind halt da erstmal gespawnt und ab der nächsten Runde werden die wieder wie eine Warband gespielt. Alles klar. So, wer aktiviert denn als nächstes? Das war doch lustig, ja, oder? Wie kann man denn nur bei 66 Ergebnissen genau die Scheiße würfeln? Aber gut, so ist es. Würfelwurst. Ja, das hat er gemacht. Ja, aber was macht er denn jetzt? Mojo aktiviert. Oh ja, würfel doch nochmal eine 11. Ach nee, du musst das Ding ja erstmal aufbrechen. Erstmal aktivieren. Auf die 5. Ja, zwei Aktionen. Erste Aktion, ich versuche das Ding aufzubrechen. Wo haben wir die Stärke? Eine 6 habe ich, also auf die 4. Oh ja, ein Crit, das Ding ist sowas von aufgerissen. Und dann, und jetzt wird gelootet? Dann wird gelootet. Dann gebe ich dir doch gerne mal die 2W6. Der hellblaue ist wieder der 10er und der dunkelblaue der 1er. 21, auch sehr niedrig. Oh, aber guck mal hier, das ist Kohle, Junge. Ein W8 plus 2 BS, also Barter Scripts oder Coins. Das heißt, hier, einmal ein W8 würfeln. W8 plus 2, er zieht 3 Coins aus dieser Riesenkiste raus. Du hast 3 Coins erwürfelt. Macht dich das glücklich? Olé, 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 olé. Gut, damit ist hier auch gelootet. Da war bestimmt viel mehr drin. Nur der ist aber so er blöd, versteht es nicht. Ja. Aber ganz vorne Münze so glitzert. Oh, fühlt das voll geil, dreht sich um. Da. Der kriegt was zu hören vom Paar. Da waren sie wahrscheinlich auch Scheine. Nur, der sehen ja scheiße aus. Das ist Papier. Ja. Ja. Geil, Paar kann sich jetzt gleich durch die Kreaturen prügeln. Und wenn am Ende der Schlacht er ankommt, so hier mit so drei so Dingern. Mega. Ja. Ja, schauen wir mal, ob ich mich da durchprügel. Ja, Junge. Sind doch alles kleine Dinger, die können da nichts, vielleicht. Also, aber du bist immer noch dran, du kannst immer noch was machen. Oh, dir bleibt ja noch eine andere Option, aber die sage ich dir jetzt erstmal nicht. Billy wird erst noch aktivieren. Ja. Auf 5. Erfolgreich. Sowas von aktiviert, der Junge. Bewegt sich. Zweimal Move. Zweimal Move. 10 aber Zoll. Nicht voll dran. Ist noch nicht ganz an der Kiste. Aber macht nichts. Steht dort. Wir gehen dahin. Dann hast du noch Volker und Bunny. Das Auge sagt nein, ich messe trotzdem, es bleibt beim Nein. Volker versucht zu aktivieren. Auf die 4. Nein, meine Aktion. Er ist der Firstborn, die aktivieren nicht so gerne. Aber er bewegt sich mit hier rein. Okay. Dann ist Bunny noch dran. Bunny bleibt stehen. Okay, damit wäre dann Runde 5 vorbei. Und wie gerade gesagt, die NPCs sind gespawnt, bewegen sich aber nicht. Das heißt, wir gehen jetzt in Runde 6 und Dennis darf anfangen. Aber wie gesagt, wenn du eine Aktivierung verkackst, bin ich dran. Ja, aber ich versuche erstmal nochmal den Volker zu motivieren. Ja klar, der Paar, der motiviert den. Zu aktivieren. Auf die 3. Reiß den Stamm auf. Verpiss er sich. Ja, der Dennis will es wissen. Er will es wissen, ja. Auf die 3. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Lesser Mutant Scorpion hat ein ziemlich gutes Profil. Aber gut, er ist erfolgreich aktiviert. Wen greifst du an? Den Skorpion oder Spliffy die Killerratte oder den Irradiator? Habe ich vorher die Werte erfahren? Ja. Oder ungern. Okay. Spliffy ist im Prinzip eine Giant Red. Move 7, Melee nur 4, Defense nur 6, Stärke nur 4. Ist also ziemlich schwach, hat aber Gift als Waffe. Also wenn sie dich beißt, könntest du vergiftet werden. Ja. Ist aber, glaube ich, das Schwächste davon. So, der Irradiator. Irradiator. Warum steht hier nicht der Irradiator?
Wieso steht hier kein Irradiator? Was zur Hölle ist ein Irradiator? Feierabend, Landsnapper. Ich glaube, der Irradiator ist tatsächlich ein Zombie. Ja, Radzombie-Irradiator ist das eigentlich. Wir tauschen mal die Figur aus, denn wir haben Irradiator-Zombies. Der ist jetzt aus dem Ei geschlüpft. Richtig, er ist geschlüpft, das ist ein Irradiator-Zombie. Und ein Irradiator-Zombie hat Defense 8, Move 5, Melee 6, die, Stärke 6. Ja. Radioaktiv ist er auch. Aber er hat, bekommt immer nur einen AP. Also man kann ihn nicht aktivieren im Prinzip. Der hat immer automatisch nur einen Aktionspunkt. Ja. So, und das letzte, der Mutanten-Skorpion. Toxic Jelly, Waste Wolf, Wild Dog, Wild Mutant, Walking Mudcat. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Mutanten-Skorpion, größer und kleinerer. Der kleinere hat Defense 7, Move 6, Melee 5, Stärke 6. Scorpion Tail, das ist glaube ich eine Nahkampfattacke, die aber eine gewisse Reichweite hat. Giftig ist er natürlich damit. Ja, und das war's. Confident ist glaube ich nur, dass er keine nicht Will-Tests nimmt, also nicht flieht ja. oder sowas. Also, aber ich glaube, das stärkste von den drei vom Profil ist tatsächlich der Irradiator und nicht der Scorpion. Dann habe ich ja voll in die Kacke gegriffen, oder? Ja. Du könntest dich da ja auch rausmanövrieren. Es kam ja vorhin ein Tipp aus dem Off. Ich könnte mich rausholen. Dann hast du ihn ja erfolgreich aktiviert. Du könntest ja jetzt auch, also wenn du die Kämpfen-Variante nimmst, dann bam alle rein. Aber wenn du die Nicht-Kämpfen-Variante nimmst, könnte Volker vielleicht auch wieder woanders. Ich habe ja, wir sind in Runde 6, ja, wenn richtig, ich gezählt habe. Dann habe ich Volker aktiviert. Ja, aber er hat ja zwei Aktionen. Du hast ihn ja erfolgreich aktiviert. Zwei Aktionen, richtig, genau. Jetzt überlege ich noch gerade eben. Übrigens ist Paar auch nicht in Base-Kontakt. Also der muss da nicht kämpfen. Ne? Du könntest ihn auch aktivieren und dich verpissen, wenn du es denn schaffst. Die Ratte ist relativ schnell halt. Also bei so viel Gift, was da hinten rumrennt, überlegt sich das Volker nochmal, sieht es, ja, und dreht wieder um. Oh, er unterstützt nicht Paar, das gibt aber auch eine Schelle später, ne? Ja, ja, aber so sind sie. Aber so sind das sie, ja. Sie nicht, auf nichts jeder für sich. Ja. Die Blagen. Zwei Aktivierungen, das heißt mit der ersten Bewegung geht er hin, dann ist er wieder im Base-Kontakt. Vollkommen sinnlos, aber ist egal. Ist halt so. Ja. Mit der zweiten versucht er den Baum zu öffnen. Also seine zweite hat er jetzt noch gerade. Nee, das erste war, ach so, mit der ersten ist er bewegt. Mit der ersten ist er hingegangen, hat sich dann überlegt, nachdem er gehört hat, was er für Scheiße ist. Nee. Doch nicht. Und wieder zurück. Weg und, hier. Ja, richtig, genau. Okay. Paar. Paar aktiviert. Paar aktiviert, ja. Paar aktiviert auf die drei. Master hat Kraft hier, meine Fresse. Paar aktiviert erfolgreich, ja. Weil er Metal 7 hat. Richtig. Paar ist nicht im Base-Kontakt. Nein, dieses, die sind nicht im Base-Kontakt gesprochen. Ja. Der Skorpion ist zwar nah, aber nicht im Base-Kontakt. Das sind Mutantenkannibalen und eigentlich ist die ganze Familie voll von Arschlöchern, deswegen rennt er weg. Okay. Ja. Hat er keinen Bock drauf? Der hat keinen Bock drauf. Wenn die Ratte nicht erfolgreich aktiviert, dann kriege ich dich auch nicht. Wenn du jetzt voll weg bist. Beweg mich. Schön weit weg. Mal. Jawohl. Genau. Dadurch ist er aktiviert. Oh, und dadurch passiert ja was ziemlich Geiles. Denn Bunny ist ja noch nicht aktiviert. Bunny ist noch nicht aktiviert. Und du hast dich jetzt ja schön in Motivator reingemacht. Ich habe mich nah angemacht, ja. Aber ich möchte. Entschuldigung. Ich möchte erst nochmal Billy aktivieren. Oh ja, klar. Ja, das kann man doch noch mitnehmen, Junge. Wenn du denn erfolgreich ist auch alles am Leerlooten hier. Ja, mit dem Crit erfolgreich. Ach so, aber einmal bewegen zum Drankommen, einmal aufbrechen, dann kannst du ja aber dann schauen wir dann gleich. Ne? Okay. Was ein Geier. Er will alles haben. Wieso ein Radzombie? Weil der Irradiator ein Radzombie ist. Also ein Zombie in Klammern der Irradiator. Er ist quasi aus diesem Ding geschlüpft. Genau, das haben wir vorhin auch gesagt. Mega. Ja, ich weiß doch, wie du denkst. Ja, geil. Oder ihr. Vollidioten. So, was nun?
Billy will den Kasten da hinten aufmachen. Ja, dann breche er ihn auf. Auf die 5? Ja, er bricht ihn auf und schon wieder funkelt etwas im Inneren. Du hast nicht den Ton gemacht, wie es aufquietscht. Okay. So, Bunny. Das war die Tür von der Zentrale, der 3 Fragezeichen. Ich krieg den Papagei gar nicht hin. Alter, wir spielen hier. Ruhig, Blacky. Und hinten immer. Immer mit dem Gleichflex. Das war übrigens ein Milchaufschäumer an einem Plastikbecher. Ehrlich? Ja, haben die mal erklärt, wie das funktioniert. Und Knochen brechen Staudensenerie. Ja gut, das geht durch. Aber die Flex hätte ich nicht gedacht, da hätte ich echt gedacht, das wäre eine echte Flex. Flex war, vor allem irgendwie so wahllos irgendwo auf, naja. Wenn man das hört und man hat schon mal geflext, weiß man, dass es nicht fachmännisch gerade gemacht wird im Hintergrund, aber es wird gemacht. Nur mal so am Rande. Mojo ist auch noch dran, ne? Aber Mojo macht eigentlich richtig viel. Richtig. Ach komm, des Spaßes wegen. Also ich finde immer geil, wenn die Games so kompakt und schnell sind. Was macht Mojo denn mit einer Aktion? Mojo geht mit einer Aktion ein Stück zurück. Richtig. Ja, Dennis, das liegt nur daran, weil er so eine bekackte Kindheit hatte und von seinen Eltern keine 3 Fragezeichen bekommen hat. Da können wir ja nichts für. Der hat sehr wahrscheinlich den Brockhaus geschenkt bekommen, weißt du, zu Weihnachten mit 5. Die hast du mal was richtig Geiles. So. Von Oma. So ein Stapfel. Ja, aber weil das so viele Bände sind, immer über die Jahre gesammelt. Jedes Mal Weihnachten immer bam und noch ein. Ja, ich hab schon 10. Oh Gott. Der Brockhaus. Wir sind noch in Runde 6. Ne? Richtig, weil Bunny immer noch nicht aktiviert wird. Richtig. Würde. Was haben die denn für eine Bewegungsreichweite? Moment, ich bin jetzt dran. Weil du hast ja gar nicht erfolgreich aktiviert gerade. Als erstes aktiviere ich nämlich Spliffy, die Killerratte. Die hat nämlich einen Move von 7. Wenn die erfolgreich aktiviert wird, Junge, dann ist der Paar aber mal schön im Sack. Aber eine Giant Red, die hat nicht wirklich, glaube ich, den supergeilen Metal-Wert. Nein, sie hat einen Metal-Wert von 5. Also aktiviere ich auch 5+. Da hast du aber Glück gehabt, Kollege. 7 Zoll Bewegung. Kannst du die Ratte bitte mal 7 Zoll Richtung Paar bewegen? Oh, Fußpaar. Hat sich ja verpisst. Wie hat er das denn gemacht? Doppelt bewegt. Deswegen, ich hätte ihn jetzt gekriegt, aber so eben nicht. War nicht erfolgreich aktiviert, du bist also wieder dran. So ein Glück. Das ist ein bisschen ärgerlich, schade. Ja, Bunny. Immer noch Runde 6. Er will ja Bunny nicht aktivieren, um diesen scheiß Baum aufzuknacken. Deswegen habe ich ja gefragt, in welcher Runde wir sind. Ne? Runde 6. Ja, ich habe jetzt noch Runde 7 und Runde 8 vor mir. Ja, aber da stehen auch irgendwie voll die kranken Viecher. Ja, aber er muss da hinten noch rein. Warum muss? Ja, weil er was zu holen. Du bist ein Geier, Junge. Was ist der für ein Typ? Jetzt guck dir die Leute doch mal an, wie die drauf sind. Macht man das so in Bayern? Ole, ole. So. Macht nichts. Bunny bleibt stehen. Okay. Ja, gut, deine Entscheidung, ne? Bunny körbelt nur eine Runde. Ja, mit der Axt. Alles reißt er runter. Er reißt alles runter, macht ihn. So, dann aktiviert aber noch der Irradiator-Zombie. Der hat aber nur immer eine Aktion, hatten wir ja gesagt. Er bewegt sich. Er müsste, hat er auch Move von. Das ist der Irradiator. Er hat einen Move von 5. Dann geht er 5 Zoll Richtung Paar. Einmal bitte 5 Zoll darüber. Und in der Zeit aktiviert der Skorpion auch. Der hat einen Metal auch nur von 5. Der kann aktivieren. Ja, 2-mal bewegen Richtung Paar. Also 5 Zoll jeweils. Nee, Move 6 hat er sogar. Scheiße. Oh, geil, Junge. Einmal 6, einmal Schaden. Ja, aber so geht das nicht. Weil? Weil das schwieriges Gelände ist. Der kann da nicht einfach so durchhechten. Ja, da bin ich die ganze Zeit gerade drüber gelaufen. Die sind alle groß und so. Aha. Aber weil der Skorpion so klein ist, für den ist es schwierig oder was? So jetzt? Ja, eigentlich ist es falsch. Also Spliffy würde ich sagen, geht so, weil die da so drumherum rennt. Der Skorpion aber nicht. Der muss da voll hoch runter, überall immer langkrabbeln. Jetzt mal ohne Scheiß, ohne jetzt hier zu bescheißen, weil das ist ja die direkte Linie, geht voll durch den Scheiß. Okay, dann misst doch bitte nochmal ganz unparteiisch, weil hier läuft alles ganz unparteiisch ab. Wie viel Zoll sind es denn jetzt? Oder nein, anders. Wie viel Zoll durch... anders. Stell dir nochmal zurück, bitte. So, erste Bewegung 6 Zoll. Damit komme ich zu diesem Punkt hier.
Ja, aber dann kommt er da nicht vernünftig durch zwischen den Typen, ne? Er könnte chargen. Echt? Ja. Okay, dann doch nichts gewonnen. Nichts gewonnen. Ich wollte nur, ich wollte nee, es auch nee, richtig. Ist ja auch richtig, ja. Also, ein Charge und damit verbunden eine Attacke. Ich habe Mili 5 sogar, der Skorpion. Das ist gar nicht mal so schlecht, aber du hast trotzdem höher, ne? 6. Cool. Bei dir plus 1. Ich habe eine 5, du eine 9. Also eine 10 sogar. Nichts passiert. Dann ist diese Runde jetzt vorbei. Wir sind in Runde 7 und du darfst wieder anfangen. Wer aktiviert denn zuerst? Natürlich. Billy aktiviert zuerst. Ja klar, er muss ja da rumgeiern. Das Ding ist ja schon offen. Oh, und er ist erfolgreich aktiviert. Loot-Tabelle. Also vorne eine 1 ist geil, Junge. Hellblau ist wieder der 10er. Jawohl, Junge. 13. Wer hat die Loot-Tabelle nochmal geschrieben? Der Tibo. Cool. Denn da, dort sind jetzt nicht 3 Kreaturen drin. Nein, nein, es sind 6. Alter, was? Aber nicht auf der Dangerous-Tabelle, sondern auf der kleinen. Also ganz easy going alles. 6 Kreaturen. Ja, okay, hier sind Erdbeben. Das brauchen wir gerade nicht. Boah, ich weiß immer nicht, wie man den Schreibtier baut. Wildhunde, Trocks, Radkakerlaken, Mudcats, wilde Mutanten, Radzombies. So, das ist die einfache Tabelle. Würfel doch mal einen W10. Boah, 6 mal ein W10 jetzt. Die 10, das ist ein wilder Mutant. Okay, einen wilden Mutanten haben wir hier. Das ist, ja, sie sieht ziemlich wild aus. Das ist ein wilder Mutant. Würfel doch nochmal ein W10. Eine 7 ist ein Trock. Trocks haben wir noch in der Bemalung. Dafür nehmen wir jetzt aber trotzdem auch so ein Modell. Ein W10. Nochmal ein wilder Mutant. Wer sieht denn hier noch wild aus? Der ist auf jeden Fall wild. Oder es ist eine Olle, man kann es gar nicht sagen. Noch ein wilder Mutant. Würfel doch noch 3-mal ein W10, bitte. Aber natürlich. Eine 4 ist eine Mudcrab. Sie ersteht auf. Und es ist eine Mudcrab. Eine 3 ist ein Gnashworm. Oh, cool, haben wir sogar auch. Bam. Geil, erste Game und der Dennis, der leiert hier alles aus dieser Kiste raus, was es irgendwie gibt. Eine 2 ist ein Wildhund. Wilder Hund haben wir auch. Ah, so ein klein. Komm, Junge. Hier, so. So. Nee, du kriegst einen richtigen. Also das ist schon Waste Wolf. Du kriegst jetzt einen Wildhund. Es spawn also eine Mudcrab. Ach, schon wieder eine Mudcrab. Passend. Ein Zombie. 2 wilde Mutanten. Ein Wurm. Und ein kleiner Wildhund schaut vorbei. So, mein Freund. Mutanten als, sind das Mutanten oder Zombies? Die 2 sind wilde Mutanten, das okay. Ist tatsächlich ein Zombie. Zombie ist in der Liste? Ja, normale Radzombie. In der gefährlichen sind dann die Irradiator, aber da sind die normalen. Ja, Willi, haust rein, ne? Ja, zweite Aktion. Ne? Zweite Aktion. Ja, dann gehe ich nochmal zurück. Da tue ich mir nicht an. Nein? Nein. Gut, wer aktiviert als nächstes bei dir? So. Bedenke, einmal Aktivierung verkackt und ich kann aktivieren. Die sind gerade erst gespawnt, die machen in der ersten Runde noch nichts, dabei bleiben wir. Aber hier sind ja auch noch ein paar. Ja. Die ganze Karte war leer. Er hatte hier freies Feld und er zaubert hier einfach mal 9 Kreaturen hin. Ja, cool. Ja, aber dann sieht man ja, es funktioniert. Oh ja, es funktioniert. Bunny will aktivieren. Ja, dann. Auf die 4. Mit Motivator, weil ein paar in der Nähe steht. Sowas von aktiviert. Okay, Bunny, was machst du? Ja, draufhauen auf den Baum. Ich will auf den Baum knacken. Auf einmal? Ja, auf einmal. Was hat dich denn dazu bewogen? Nur so. Die Umstände. Ja, bin ich. So, okay, dann hau mal drauf. Ja. Mit deiner Axt natürlich, weil es ist ja nun mal eine Axt. 7. Also eine 3 plus. Und er haut das Scheißding so weit von kurz und klein. Er hat gesägt und dann ist da dieses Ei. Ja.
Und ja, was haben wir denn da? Weißt du schon oder möchtest du ein bisschen drüber nachdenken? Wir denken mal kurz drüber nach, kommen gleich auch, würde ich sagen, auch wenn es jetzt etwas holprig erscheint, zur Nachspielbesprechung. Denn wir sagten ja, in dem Moment, wo der Baum oder das Nest geknackt ist, ist das Spiel zu Ende. Das ist jetzt der Fall. Kein schlechter Zeitpunkt, wie mir scheint. Und wir bauen hier mal ein bisschen um und schauen gleich mal, was nach dem Spiel alles so passiert. Spiel ist vorbei. Wir befinden uns jetzt quasi zwischen diesem und dem nächsten Spiel. Am Ende des Bedtraps seht ihr nochmal eingeblendet die Karte, wie jetzt so der Fortschritt von Dennis ist. Aber in der Zwischenzeit, also zwischen den Spielen, passiert jetzt noch Folgendes. Wir haben hier unser 52-Karten-Deck. Wir haben die Warband aufgestellt. Und ja, der Dennis kann euch erstmal erzählen, was er denn jetzt da für ein Tier gefunden hat. Mega. Ich habe ein Schwein gefunden. Und dieses Schwein schließt sich jetzt quasi kostenlos der Warband an. Wir gucken nachher noch nach dem Profil, was am besten ist. Es wird dann, wenn es ein normales Ranked File ist, auch normal Unterhalt kosten. Aber, also noch nicht in der Mission, sondern erst ab der nächsten. Aber er muss es jetzt nicht kaufen, sondern es schließt sich quasi so automatisch an. Und es zählt nicht gegen irgendwelche Limits. Also wenn jetzt einer sagt, ja, aber Mutantenkannibalen können doch gar kein Schwein haben, können sie doch. So, wen schickst du denn ins Wasteland? Bis zu 4 dürfen. Genau, bis zu 4 dürfen. Er dürfte schon mal nicht, weil er ein Animal ist, aber er ist auch neu, er ist jetzt gerade noch nicht mit dabei. Ja. Ich kann mich nicht entscheiden. Also Paar darf nicht, weil er der Leader ist. Bis zu 4 dürfen. Du könntest auch einfach alle schicken. Denn nochmal zur Erinnerung, wenn man eine Bildkarte bekommt, also eine Karte, wo potenziell was passieren könnte, kann man sich auch immer, nachdem man sich den Text angehört hat, entscheidend sagen, nee, das Risiko will ich nicht eingehen, er geht einfach oder so. Ne? Also? Komm, ich schicke sie alle 4. Alle gehen sie und looten, was das Zeug hält. Wenn man Spieler gegen Spieler macht, dann ist es oft in Missionen so, dass der Gewinner Karten neu ziehen darf. Das machen wir jetzt nicht, weil du nicht wirklich einen Gegner hattest. Aber du kannst dir deine Karten ja selber ziehen, zu der jeweiligen Figur legen und das, was da liegt, zählt dann. Also, genau, er mischt auch nochmal. Wir werden das auch machen wie im Regelbuch. Wir werden nicht das Deck jedes Mal neu mischen, damit nicht ständig immer dasselbe passiert, sondern wir gehen das Deck komplett durch, bis es halt aufgebaut ist. Direkt aufdecken? Ja, direkt vorne Figur aufdecken. Oh, geil. Boah, Alter. Was? Reliktwaffe? Nee, aber richtig, ja, aber richtig Asche. Okay, denn bei Zahlenkarten ist es der Zahlenwert mal 3. Das heißt, du kriegst 30, 60 Coins schon mal. Alter. Boah, was? Eine 6 mal 3 ist jetzt auch nicht kacke, sind nochmal 18. Hast du also 78 Coins schon mal gelootet. Oh, Junge. Und den Pik Buben. Und da muss ich jetzt gucken, ne? Eine Bildkarte, das sind eigentlich immer die spannendsten. Da gucken wir doch mal, was es denn ist. Diamonds ist es nicht, Red auch nicht. Es ist der, nicht das Ace, der Jack of Spades. Und du entdeckst eine Siedlerkarawane. Während du eine alte Highway-Route entlang marschierst, entdeckt das Modell, Billy. Ja klar, weil der ist auch so vertrauenserweckend, der entdeckt auf jeden Fall einen reisenden Händler mit einem kaputten Wagen. Du kannst jetzt einen Stärketest machen, um dem Typen zu helfen, diesen Wagen wieder aufzurichten und zu reparieren. Würdest von ihm dann 35 Coins als Dankeschön kriegen. Wenn du das failst, dann funktioniert es einfach nicht und du kriegst nichts. Es passiert dir aber auch nichts weiter. Du kannst jetzt sagen, nö, ich ignoriere das. Der Typ kann mir mal einen Arsch lecken und seinen Wagen selber aufrichten. In dem Fall musst du keinen Test und nichts machen. Er geht einfach ein bisschen weiter durchs Wasteland, lootet, findet ein bisschen Altmetall, was er verticken kann. Und das ist 5 Coins wert. Alter, du hast ungefähr die geilsten Karten gerade alle gezogen, die man haben kann. Ich würde sagen, der hat schon gegessen heute. Deswegen hilft er dem jetzt. Okay, ist ein cooler Typ, ist ja auch so. Ne? Sieht man doch. Der ist doch total hilfreich. Er kriegt den Hals nicht voll. Also, ein Stärketest. Unmodifizierte Stärke. Da helfen dir keine Waffen oder sowas. Ja.
Stärke? Billy. 5. Also auf 5 plus kannst du ihm helfen. Eine 4 nur. Er versucht es und versucht es, aber es funktioniert nicht. Na gut. Deswegen ist der Händler erbost, gibt ihm keinen Loot, keine Belohnung. Das heißt, du gehst hier jetzt gerade mal nur mit 68 Kronen raus. Ne, mit 78. Hammer. Und einem freien Schwein. Ja. Sehr gut. Auf der Rückseite von seinem Zettel oder Anheften bitte notieren, welche Karten er schon gezogen hat. Ja, das werden wir machen, denn wir sagten ja gerade, das Deck wird durchgespielt. Ja, wir werden an der Stelle noch später gucken, wer was an Erfahrungswerten gewonnen hat, wer wie viel Unterhalt kostet und so weiter. Aber das machen wir quasi jetzt zwischen den Games und zeigen euch die ganzen Ergebnisse dann am Anfang des nächsten Games, was Dennis spielen wird. Bis dahin würde ich sagen, ihr seht jetzt gleich noch die Karte, was sich so entwickelt, sind wir aber an der Stelle erstmal raus. Tschö. So, ja, Dennis, erfolgreich hier die erste Mission geschafft. Heißt jetzt nur noch, du kannst dein Mini hier entfernen und dein Farbenkleckschen hier drauf tun. Das Feld gehört dir. Meins. Genau, und das heißt, ab der nächsten Runde generierst du nochmal zusätzlich 5 Coins pro Runde. Plus diese 5 sind schon 10. Das ist schon cool. Ja, das nur noch zum Schluss. Und dann schauen wir mal, wer der nächste Gegner sein wird. Und raus. Steuer wird erhöht. Und dazu stehe ich mit meinem Namen. Intro steht. So, ja, dann fangen wir mal an.